Leute, herzlich willkommen zu Let's Play Final Fantasy X. Wir sind jetzt beim nächsten Part und wir sind hier stehen geblieben auf dem Boot der Albed. Also Albed, ja. Ihr wisst schon, letzten Part habt ihr erfahren. Habt ihr gesehen, wer diese Typen sind? Und ja, wir sind jetzt hier an Bord an deren Schiff und wir haben letztens so ein Lexikon da eingesammelt, um deren Sprache näher zu kommen. Wir versuchen jetzt einfach mal Rico anzusprechen und hoffen, dass sie uns hier weiterführt. We found some ancient ruins right beneath us. It's not active now, but there should still be some power left. We're gonna go down there and activate it. And then we should be able to salvage the big prize. Mm-hmm. Okay, let's get to work. Roger. Jesus hat scheinbar verstanden, um was es geht. Ja, wir sollen jetzt tauchen und irgendwas finden. Wir wissen es nicht. Wie weiß, was du tun hast, du sollst tauchen. Kreis. Genau. Oh, Rico begleitet uns. Das habe ich jetzt nicht so wirklich mitbekommen, aber sie begleitet uns. Drücken wir mal am besten Kreis, um zu tauchen. Wie wir an der Karte sehen können, dieser rote Pfeil zeigt uns die Richtung. Wir müssen nach Norden. Von der Karte aus gesehen. Was zur Hölle? Ach so. Scherben zersplittern heißt ein Kampf. Handgranate. Genau diese Objekte werden wir noch brauchen. Wir brauchen noch mehr. Genau. Ich schätze, wir werden die noch brauchen. Wir haben ein S-Level, was heißt das bloß? Wir haben letztens das Sphero-Brett kennengelernt. Und ich schätze, diese Sphero-Level bauen sich genau darauf aus. So, was können wir erlernen? Wir haben solche Spheroiden. Der Ability Spheroid erlernt eine Technik, eine Fähigkeit. Und das ist in diesem Fall Anfeuern. Genau das brauchen wir jetzt erstmal. So, wir haben ein Sphero-Level, das heißt, wir können uns bewegen auf dem Sphero-Brett. Aber wir können jetzt mal zeigen, was das Sphero-Brett überhaupt ist. So, drücken wir Select, um mal einfach mal ein bisschen zu vergrößern hier. So, das hier ist das Sphero-Brett. Wie ihr seht, ist es sehr groß. Also, um uns überhaupt zu bewegen, brauchen wir einen Spheroiden. Dieses Sphero-Level. So, wir besitzen eins. Wenn wir uns nach oben bewegen, können wir hier Tidus seinen Weg gehen. Abwehr, Angriff, Schick. Hat sich hier alles verbessert. Doch das werde ich nicht tun. Ich werde erst nach unten gehen. Denn hier gibt es die Technik Dragonik. Und Analyse. Medica, Vita, das werde ich erstmal erlernen. Wenn wir das haben und auch diese Schwarzmagie-Zauber, dass wir wenigstens die Grundlage für Magieattacken und sowas haben. Das ist eigentlich ganz wichtig. Dragonik, das ist eine Technik, bei dem HP und MP entzogen werden.
Doch, das werden wir noch erfahren, sobald wir eine bestimmte Person treffen. Doch, das werde ich euch noch später erklären. Setzen wir erstmal die Geschichte fort, indem wir hier weiter tauchen. Ihr werdet das alles noch verstehen, wenn ihr es nicht schon wisst. Ich denke mal, die meisten wissen es sowieso schon. Von daher ist das nicht so schlimm, aber die Erklärung ist trotzdem wichtig. Wie ihr gesehen habt, ein Speicherpunkt. Haha. Natürlich speichere ich natürlich nicht sofort ab. Es gibt doch nichts Besseres als abzuspeichern. Tidus kloppt die Dinge, die Konsole da kaputt. Ja, natürlich, er kloppt ein paar Mal rum, immer geht's. Ja, natürlich. Egal, sowas soll uns jetzt nicht interessieren. Wir schwimmen einfach da lang, wo Rico lang schwimmt. Die zeigt uns nämlich den Weg. Was zur Hölle? Wieder diese Fische. Die haben wir vorhin schon getroffen. Die haben eine Handgranate für mich. Schön. Handgranate. Glaubt mir, wir werden diese Handgranaten noch gebrauchen. Wenn uns diese Fische gerade wehtun, wir werden die noch brauchen. Glaube ich. Werden wir sie wirklich brauchen? Das werden wir jetzt gleich erfahren. Gucken, was uns lauert. Seid doch ehrlich, hier irgendwas stimmt doch hier nicht. Kann es sein, dass ich da irgendwas verplant habe? Ich hab doch da irgendwas verplant. Nochmal zurück. Hey, sowas kommt davon, wenn man zu viel trinkt. Ey, man verplant ja alles. Man übersieht alles. Trotzdem muss ich keinen Schluck nehmen. Hey, was machst du? Hier untersuchen. So wie ein paar Mal jeden kloppen, das bringt das natürlich. Wahrscheinlich hilft es. Wie ihr seht, jeden kloppen hilft. Also Gewalt ist doch eine Lösung. Was? Was soll es das? Warum will mir das nicht gefallen, was ich da sehe? Ich habe wirklich Angst. Was kommt jetzt rein? Ich wusste es. Scheiße. Eine Krake. Oder ein Tintenfisch oder sowas. Aua. Was war denn das? Clown. Aber wieder eine Handgranate. Aber wir haben doch vorhin eine Technik erlernt. Anfeuern. Setzen wir das doch mal ein. Gucken, was es macht.
Was macht das jetzt? Steigert die Angriffs- und Abwehrkraft der Gruppe. Hey, das ist doch was Tolles. Aber Riku, Fragezeichen braucht Heilung. ihr habt nicht gehört, also ich hab grad nichts gesagt. Also mein Bruder ist gerade ins Zimmer gekommen und der heißt Riku, wisst ihr? Also. Feuern war doch nochmal an. Hier, Handgranate. Mach doch mal richtig Damage hier. Hä? Ey, bleib hier! Was soll das hier? Außer Reichweite? Wie kann. Was soll ich jetzt machen? Extras? Schutzhaltung? Ja, von mir aus. Dann machen wir aber die besten Schutzhaltung. Ich glaube, jetzt passiert nichts Gutes. Au! Alter! Stellt euch mal vor, ich hätte jetzt nicht abgewehrt. Hier, mach mal deine Ekstase, ey. Mach den kaputt. Aber jetzt rück jetzt aber richtig. Geht doch. Ey, letztens habe ich es nicht hinbekommen. Salto. Das war ein Salto. Also normalerweise sieht das anders aus, aber wir sind hier unter Wasser und da geht das nicht so. Ey, der holt schon wieder ab. Oh. Ey, das ist nicht einkreisen. Das klingt doch gut. Das klingt doch mal nach einer Taktik, oder? Wir kreisen den einfach mal ein. Dann hört er auch mit seinen Blödsinn an. So. Nee, nicht klauen. Werf ihn eine Handgranate ins Gesicht. 600! Wow. Und der lebt immer noch. Das gibt's doch nicht. Greif ihn an. Du feuerst uns nochmal an. Und da erhöht uns nämlich unser Angriff und Abwehr. Wenn der jetzt nämlich hier irgendwas macht, macht es nicht mehr ganz so viel Schaden. Heil dich mal kurz. Mit einer Portion. Wie viele Potions habe ich eigentlich noch? Oh, es geht langsam dem Ende. Neigt sich dem Ende zu. Versuch mal was zu klauen. Oh, geht nicht. Okay, jetzt rauf dran. Gut Zeit, den Kampf zu beenden. Ich will nicht wissen, wie viel Lebensenergie der Typ da noch hat, aber er muss ja jetzt eigentlich mal langsam tot sein. Aua! Fällt mir nicht. 400. Komm, jetzt ist aber weg. Wir haben diese Krake besiegt. So ein gutes Zeichen. Oh ja. Hat wieder ein Schluck Wodka zu mir genommen. Jeffrey erhält ein Level up. Genauso wollen wir es haben. Können wir uns ja fortbewegen hier. Ability. Unheil. Was auch immer das ist.
Wir haben Unheil erlernt. Kommen wir da noch hin? Oh, gutes Speichern. Dann verlassen wir diesen Ort. Ich nehme jetzt 15 Minuten schon auf. Es wird Zeit, den Part zu beenden. Wie gesagt, 15 bis 30 Minuten. Wie gesagt, immer so bei 15 Minuten kann man beenden, muss man aber nicht. Wenn jetzt wirklich gerade irgendwas ist, was man gerade nicht beenden kann, dann muss ich halt länger machen. Es kann auch mal passieren, weil es wirklich mal ein Part länger geht als 30 Minuten. Entschuldige mich auch dafür, wenn es so kommen sollte. Ich versuche wirklich die Parts ein bisschen kürzer zu halten. Da die meisten interessieren sich für kürze, gucken nicht gerne so lange Videos. Von daher machen wir es doch so, wie es sich gehört. Bei LPs, Let's Players, wie ihr es von allen kennt. Natürlich ist meins nicht so toll, ich weiß es. Ich kann das nicht so gut. Vielleicht seht ihr das aber anders. Vielleicht ist das bloß meine bescheuerte Meinung. Auf jeden Fall guckt Tidus gerade komisch. Ich sehe aber Licht und irgendwas. Welche Schluchten da. Was ist denn jetzt da? Die strahlen jetzt da mit Licht hin, aber was ist da? Ich sehe nichts. Ich sehe keine Truhe, ich sehe nichts Wichtiges. Vielleicht bin ich einfach nur blind. Muss ich mich bewegen? Scheinbar nicht. Dann trink ich mal auf der Truhe von uns allen. Falls ihr wissen wollt, was ich trinke, Wodka Kaliskaya trinke ich. 40%iger Wodka. Verfutra Irsche! Oh, Radalut von der Neger. Egal, hat man eh nicht verstanden. Irgendwann ein Flugschiff. Huf, ruf du, Tunkadieb! Ey! Was soll das? Hey! Hey, I helped out! Na ey! Ohne Scheiße! Man hilft hier mit und wird bestraft. Was soll denn das? Das sind wirklich unhöfliche Leute. Ja, immer noch Hunger. Kann man verstehen. Aua! Cool, was zum Essen. Right on. Hau rein! Aber friss nicht wie ein Schwein. Natürlich hört er nicht auf mich. Ja, ist natürlich klar. Hey! Wer nicht übertreibt. Man hat ja nicht mal gesehen, wie sie ihn da den. It's cause you eat too fast. Irgendwie hat Golo gerade geleckt. Ich glaube, man sieht es eigentlich. Hey! Da kommen wir vielleicht zu Lava, wenn die Lava hat. Hello there. What is your name? Riku? Whoa! You really do understand! Woohoo! Hab ich vorhin gesagt, mein Bruder heißt Riku? Oh, sorry. Why didn't you say so earlier? I didn't get a chance to. Everyone thought we were a fiend. Okay, jetzt mal. We? Oh.
We means you. Who are you guys anyway? Also TSD und ISU. We're Albed. Can't you tell? Wait, you're not an Albed hater, are you? I don't even know what an Albed is. Where are you from? Xanarkand. Genau. I'm a Blitzball player. Star player of the Xanarkand Abes. Did you hit your head or something? You guys hit me? Oh, right. Do you remember anything before that? Wir wissen es jetzt also. Er stammt also aus der Mannschaft Xanarkand Abes. So I told her everything there was to tell about Xanarkand. About life there, Blitzball, and Sin's attack. And about how Aran and I were engulfed in this light. I just said things as they came to mind. But then I started to wonder. Also, wenn's Gründe waren, erfahren wir noch, schätze ich. Did I say something funny? You were near Sin. Mm-hmm. Don't worry, you'll be better in no time. They say your head gets funny when Sin is near. Maybe you just had some kind of dream? You mean I'm sick? Because of Sin's toxin, yeah. You sure? Yeah, there is no Xanarkand anymore. Sin destroyed thousand years ago. So no one plays Blitzball there. Genau, das will ich mich jetzt fragen. What do you mean? Thousand years ago. But I saw Sin attack Xanarkand. You're saying that happened a thousand years ago? No way. Was zur Hölle geht hier vor? Tausend Jahre. Ich speichere mal kurz, bevor wir. Ich speichere jetzt. Falsch. Ich speichere nicht nur mal kurz. Was zur Hölle mache ich hier? Ich wollte hier speichern. Egal, ich habe jetzt hier noch einen zweiten Speicherstand. So, egal. Ich wollte eigentlich nur hier speichern. Klar. Egal, ich mache jetzt hier einen Cut, weil ich sehe gerade 23 Minuten schon. Also ich drücke jetzt hier Pause und mache jetzt einen Cut. Wir sehen uns beim nächsten Part. Haut rein, Leute.